Heute gibt es wieder ein Review und zwar zu meinen mittelalterlichen Schnallenstiefeln von Ulfbert. Und ich würde sagen, los geht's. Bei diesen Stiefeln handelt es sich um mittelalterliche Lederstiefel. Nach den Angaben des Herstellers Ulfbert lassen sie sich für Nachstellung von ca. 1250 bis 1500 verwenden. Die Stiefel sind in den Größen 41, 42, 43, 44, 45, 46 und 47 erhältlich und kosten ungefähr 116 Euro. Sie werden mit einer modernen Nähmethode, dem Durchnähverfahren, hergestellt. Hierdurch wird der Schuhaufbau stabil und ähnelt optisch wendegenähten Schuhen und Stiefeln aus dem Mittelalter. Bei dem Leder, aus dem die Stiefel sowie auch die Sohle gemacht sind, handelt es sich um Rindsleder. An der Vorderkappe sowie an der Ferse ist das Leder der Stiefel verstärkt. Das Rindsleder der Stiefel ist 2 mm stark. Die Sohle ist aus mehreren Schichten Rindsleder und misst 8 mm. Sie ist genagelt. Durch 3 Messingschnallen lassen sich die Stiefel dem Träger anpassen. Ich trage die Stiefel seit ungefähr einem halben Jahr und bin bis jetzt sehr zufrieden mit der Preis-Leistung. Aufgrund der vielen Veranstaltungen, die auf geteerten, betonierten oder mit Schotter ausgelegten Plätzen stattfinden, habe ich schon ein paar Nägel an der Sohle eingebüßt, was sich allerdings nicht negativ auf das Laufverhalten der Stiefel auswirkt. Würde ich mir die Stiefel noch einmal holen, würde ich vermutlich eine schlichte Gummisohle auf die Ledersohle kleben, gegen die schnelle Abnutzung aufgrund dem so oft vertretenen, nicht mittelalterlichen Untergrund. Um den Tragekomfort zu erhöhen, empfiehlt es sich, eine Einlegesohle in jeden Stiefel zu verwenden. Auf Erde und trockenem Gras sowie Asphalt oder ähnlichem hat man mit der glatten Ledersohle relativ guten Halt. Rutschig kann es bei nassem Laub, Gras und glattem Beton werden. Auf dem letzten Landsknecht-Trail wurde mir ein von der Reiterei freundlicherweise hinterlassener Pferdeapfel zum Verhängnis. Ein Hechtsprung aus dem Ausrutschen heraus rettete mich allerdings. Ich selbst habe mir die Stiefel zugelegt, da ich das andauernde Schuhebinden satt hatte, also aus reiner Faulheit sozusagen, und trage sie nun zu meiner Landsknecht- sowie Wikingergewandung. Mit den Stiefeln bin ich sehr zufrieden und gleich beim ersten Mal tragen fand ich guten Halt mit den Stiefeln und fühlte mich sehr wohl darin. Das war's dann auch schon mit meinem Review zu den mittelalterlichen Schnallenstiefeln. Ihr könnt jetzt noch die Videos zur Landsknecht-Gewandung und zu den Wikinger-Gewandungsbasics anklicken. Bis demnächst!